Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Ihr seht, ich habe kein Rezept. Wieso? Ich kann euch das zeigen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich koche heute mal selber was. Und zwar bin ich gestern ein bisschen auf die Idee gekommen, ich musste kochen bei uns. Da hatten wir Kotelett. Und da musste ich selbst marinieren. Und da habe ich eine kleine Marinade herausgefunden. Deswegen habe ich gedacht, wieso heute nicht auch? So, okay, wir machen das erstmal hier hin. Machen das einfach nur für eine Person. Ich weiß nicht, ob es gut kommt. Das werden wir dann sehen. Einfach mal Olivenöl, um dann das Ganze hier in der Pfanne ein bisschen. Wir nehmen natürlich wieder die Grillpfanne, um das Ganze in der Pfanne so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zu braten. Und dann brauchen wir Honig. Als nächstes noch ein bisschen Senf. Ich weiß jetzt hier gerade gar nicht, gibt es hier ein spezielles Fleischgewürz? Oder muss man das auch so ein bisschen selbst machen? Ich glaube ja. Okay, Pfeffer haben wir jetzt hier auch. Nehmen wir noch Salz. Ach, jetzt sogar Koteletts. Warte mal, dann tauschen wir das kurz. Ah, die sind aber viel kleiner. Egal, tschüssi. Okay, Alter, diese Wurst. Sehr übel lang. Oder diese Würste. Ich glaube, das wäre eigentlich alles. Beilagen, ja, machen wir einfach nachher. Vielleicht, ach, hier jetzt vielleicht irgendwas. Kenne jetzt auch nichts. Wir machen einfach dazu einfach da ein bisschen Penne. Penne finde ich nice. Bam. Okay, würde sagen, wir fangen mit dem Fleischmarinieren an. Für das brauchen wir jetzt erstmal, ja, 5 Gramm Pfeffer und Salz. Als nächstes geben wir ein bisschen Senf drauf. Oh lol, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ist einfach gelb, okay, egal. Dann Honig, da muss auch relativ viel drauf. Sieht so disgusting aus. Okay, auf der anderen. Ich wollte es eigentlich verkehrt hinlegen, damit wir die andere Seite auch noch braten können. Na, scheiße. Ja, das Öl ist hinüber. Nehmen wir einfach anderes Öl. Sonnenblumenöl. Wollte gerade sagen, Sonnenblumenöl geht auch. Avocadoöl. Du machst das, Junge. Boah, ist das nicht voll ekelhaft? Mögt ihr Avocado? Ich finde das gar nicht geil. Die Pfanne. Okay, das ging schnell. Boah, das sieht so disgusting aus, Alter. Halten wir das mal, bis es ein bisschen schön bräunlich ist. Dann chill ich jetzt hier kurz. So, dann drehen wir das Ganze mal. Boah, perfekt. So, das ist jetzt durch. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Wir knallen das jetzt hier einfach auf das große Teller. Das ist einfach immer noch gelb, Alter. Boah, als nächstes brauchen wir Wasser für unsere Penne. Ich glaube, ein Liter sollte eigentlich reichen. Penne. Wie sagt man das eigentlich? Penne? Penne? Alter, ich habe keine Ahnung. Alter! Oh. Komm mal, mehr. Alter, hat übel gespinnt. Okay, dann würde ich sagen, sammeln wir die hier noch kurz auf. Ach komm, scheiß drauf, wir machen jetzt hier einfach an. Wir warten ein bisschen, bis die auch warm sind. Wir würzen das natürlich noch ein bisschen mit Senf, die wahrscheinlich leer ist, lol. Machen wir ein bisschen Pfeffer rein. Ah ne, eigentlich sollte man ja Salz machen. So, perfekt. Und weil ich zu faul bin für irgendeine Soße, machen wir jetzt einfach Ketchup rein. Das wird schon passen. Scheiße, das Teller ist kaputt. Warte schnell. Oh ne, falsch. Okay, warte, wir sollten noch gucken, dass die nicht verbrennen. Ah ne, ist noch gut. Okay, Fleisch. Ah, scheiße. Kann ich das mit dem Messer auch hochheben? Nein, nein, nicht schneiden. Okay, stressig, stressig. Aber das ist halt so in der Küche. Boah, Alter. So. Die Penne sind jetzt auch gut. Boah, geile Ketchup-Soße. Okay, warte, jetzt müssen wir das Wasser irgendwie. Also das Wasser, das Ketchup irgendwie wieder ablassen. Das machen wir einfach wieder so. Wir wollen ja nicht zu viel Soße haben. Jetzt liegt es einfach auch wieder dort am Boden. Jetzt kommt das Ganze hier auf den Teller. So, alles draußen. Und jetzt zum Schluss einfach noch ein bisschen Ketchup drüber. Ich könnte bei McDonald's arbeiten, Alter. Okay, bestellen. Also eigentlich ausführen. Aber warte, wir müssen kurz eine Bestellung annehmen, sonst geht das gar nicht. Ah, nee, warte. Stopp jetzt. Alter. So. Nein, oh, ist alles runtergefallen. Ach, Digga. Das ist auch noch das Teller. Was nehmen wir denn hier? Das wären eigentlich Bratkartoffeln, aber scheiß drauf. Wir haben jetzt halt Pommes. Also eigentlich ja Penne. Sieht aber aus wie Pommes. Alle aufsammeln.
Okay, Bruder, wir haben jetzt halt einfach das hier. Mal gucken, ob sie ein bisschen mehr gibt. Okay, wir haben einfach gar keinen Stern erhalten. Oh, scheiße. Unser Ruhm ist ja komplett im Eimer. Okay. Ich muss ja das wie immer nicht sauber machen. Weil ich bin ja Chefkoch, das machen die nie. Wir können ja einfach noch zu Spaß ein bisschen Kokosmilch reinschütten. Können wir machen, dass es brennt? Das ist einfach mal volle Kanne gehen. Können wir noch reinmachen? Kokosmilch und ganz viel Öl danach noch. Also es muss ja auch ein bisschen Brennstoff drin sein. Wir haben nichts mehr, was irgendwie ölig ist. Aber wir nehmen auch Barbecue-Soße, das passt auch. Und wir machen natürlich noch eine Gasflasche oben drauf. Kann ja nichts schief gehen. Ach, hier ist der Feuerlöscher. Okay, vielleicht wäre das noch so hilfreich. Ach, guck mal, eine zweite Gasflasche. Eine, warum nicht? Ohne Entdeckung. Mach das nicht zu Hause nach, bitte. Oh, oh. Ja, das konnte ich jetzt natürlich nicht erahnen. Warte, ich muss kurz ein Screenshot machen wie Thumbnail. So. Ja, danke. Warte kurz. Alter, wo ist der Feuerlöscher hin? Ach, hier. Alles löschen hier. Cooles Spiel. Können wir die nochmal in die Luft jagen? Wo ist eigentlich die Tür? Alter, was ist hier passiert? Die Türen sind einfach weggeflogen. Alles klar, Digga. Ich guck kurz, ob ich die nochmal kaufen kann. Warte mal. Ich kann Gas. Ich kann einen Flambierer kaufen. Oh, lol. Ich gehe jetzt ins Sinn. Also, wir kaufen mal ganz viele Gasflaschen. Mal gucken, was passiert. Hey, Leute, ich will ja nichts sagen, aber ich habe jetzt noch ein paar Flaschen organisiert. Ja, mal gucken, ob das jetzt vielleicht irgendwas wird. Okay, wir kaufen einfach noch mal ein bisschen mehr. Wow, shit, Junge. Oh, lol, es brennt. Oh, yeah. Okay, Feuerwehrmann, mein King ist natürlich zu eins. Wo ist der Feuerlöscher? Scheiße. Okay, mehr Gasflaschen. Oh, holy shit, das breitet sich ja aus. Fuck, wo ist der Feuerlöscher? Wow. Scheiße. Alter, boah, wir haben nochmal alles explodiert. Scheiße, wir brauchen einen Feuerlöscher. Können wir den auch kaufen? Feuerwerkskörper? Nee, oder? Hä? Oh. Oh. Geil. Ich glaube, eigentlich bräuchten wir noch einen Feuerlöscher. Okay, Feuerlöscher kann man scheinbar nicht kaufen, aber guck mal, was ich hier oben gefunden habe. Ah, doch, hier Feuerlöscher. Warte. Ja, löschen. Wo war denn der? Der ursprüngliche Feuerlöscher. Ach, hier hinten. Also ich würde sagen, ich... Meine Arbeit ist getan, okay. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit einer weiteren, ja, leicht chaotischen Folge, würde ich es mal nennen. Alter, guck mal, wie der Ofen demoliert ist. Ich kann gerade nicht hinlaufen, ne? Alter, der ist komplett am Arsch. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge. Cooking Simulator, aka Cooking Chaos. Der Name trifft auf jeden Fall zu, würde ich sagen. Das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Is it what do you see as the twisted tiles beneath our feet? What do you see?